Ist jetzt eine gute Frage, ob ich alle Folgen zeige am Anfang, aber ich einfach ein bisschen rauswerfe von den Teilen dann. Also ich gehe noch 20 Minuten. Aber Dann ich willst du halt. dann noch groß schneiden. Nee, ich schneid's. Ja, ich schneide einfach eine Stunde raus oder so. Also ja, wenn nichts passiert. Gut, es passiert eigentlich immer was, aber. AWPA. So, eine Frage mal. Truppenmäßig. EPS du bist sowieso gegen China. Ich habe meine Truppen schon abgezogen da drüben. Das heißt, ich stelle die hoch zum. Warte mal, ich mache keinen Feuerfall hier. Ich stelle die hoch für Norden Sibiriens. Und ich lasse dich ganz alleine hier. Kannst du doch nicht machen. Ja, weißt du doch, da wenn Schalke dann oben Ja, einfällt. nein, ist schon okay. Ich gucke jetzt erstmal, was für britische Truppen in Singapur stehen, beziehungsweise was da reinkommt. Ich stelle mal ein U-Boot daneben. Ich lasse drüben bei dir, habe ich 12 Zerstörer, die lasse ich auf Konvoi-Überfall. Ne, zerstört, macht Zerstörer auf suchen und zerstören. Okay. Konvoi-Überfall können die nicht so gut. Suchen und vernichten. Weißt du für einen Fall, dass sie da irgendwie U-Boote operieren lassen? Ja, suchen und vernichten. Beides mal nur im japanischen Meer und an der japanischen Küste lasse ich die fahren. Ja. Ich habe da drüben nämlich zwei Häfen. Da, Nordfront. Ja, André, denk dran, deine Schiffe richtig zu spawnen. Ja. Weil standardmäßig sind die ja im Dingsbums Roten Meer. Ja, stimmt, ich lasse sie in der Bärensee lasse ich die. Was? Warum gehen die nicht alle rein? Da die Einstellungen immer. Wahrscheinlich übersehe ich tausend Sachen. Aber das ist doch meistens so. Boah, Überlege auch die zwei. ganze Zeit, ob ich irgendwas vergessen habe, aber. Zwei ist echt hart. Da wird einem ja voll langweilig nebenher. Ich weiß noch, bei vier. Ich habe mich jetzt so eingestellt auf vier. Ja, dauert es ein bisschen länger. Das ist richtig bitter. Fertig bei Sharky. Hey, Sharkylein, wie lange brauchst du denn zwei? German braucht zwei. Wie Ja. lange, weiß ich nicht. Ja, kannst auch drei machen jetzt. Ja, drei ist. Jarvin braucht zwei. Wie viele Truppen stehen denn in Singapur? Nicht, dass der da schon rüber dackelt und dann frontal dich angreift. Also, ich komme ja bisher bloß an die Ostküste Singapurs mit meinen U-Booten. Ich habe in Singapur selbst eine britische und eine australische Infanteriedivision. Aha. So in der Stadt Singapur. Dann, wenn ich weiter hochgehe, ich kann ja nur die Küste beobachten. Ja, klar. Höher an der Küste ist nichts. Und am nördlichsten Hafen auch nichts. Sehe nur zwei Infanteriedivisionen momentan. Na gut. Aber ich kann die ganze Küste sehen, wenn ich Niederländisch-Indien als Okay. Puppet habe. Gut zu wissen. Ich werde das auch im Auge behalten, ich werde da mehrere U-Boote abstellen. Frage, Frage, Schokolade. Ja, Gatow? Wenn wir dann unsere Kriegsziele starten quasi, Ja. kann dann Sharky EPS auch angreifen einfach. Mirna! Weißt du, was ich meine? Nein, kann er nicht. Nur wenn du aktiv Krieg führst, oder? Wenn du mich nicht in den
Krieg reinrufst, den du in Skandinavien anfängst, kann damit theoretisch nicht den Krieg erklären. Ja, okay. Sollte das sein, ja. Beziehungsweise müsste, wenn dann, erst noch eine Kriegserklärung basteln. Kriegsgrund rechtfertigen. Stalin-Verfassung. Haben kurz Pause gemacht für Auswählen von... Ja, ich habe auch gerade kurz Pause gemacht. Ich habe vergessen, den Knopf zu drücken. Politische Macht. Ihr euch da nicht vorbereitet und könnt das nicht im Schlaf klicken. Ich kann jetzt die Kriegserklärungen raushauen. Soll ich? Warte, ich muss kurz schauen. So wie es abgesprochen war. Ja. Soll es sich zeitlich ausgehen? 270 Tage Schweden. Na gut, zeitlich absprechen müssen wir uns ja großartig nicht. Das geht ja eh alles von der Sowjetunion aus. Ja, ja, trotzdem, das ist. Wir sind fertig. Einen Moment bitte, ich sage euch gleich Bescheid. Habt ihr euch nicht vorbereitet? Muss ich dem Kernland, sprich den Kernland Niederlande aus oder den Kolonien? Mach lieber Kolonien. Okay. Sicher ist sicher. So wie wir es geprobt haben. Niederländisch-Indien. Let's go. Schweden. Oh, ich bin aufgeregt. Also wenn das wirklich klappt. Denk an den Bürgerkrieg in Spanien. Geht weiter. Wir dürfen jetzt bloß nicht bei dir auf Diplomatie klicken. Ja, das wäre jetzt bitter. Beim Stände des Vorbildes bei denen abgeben, musst du wieder reingucken und dann steht einfach da, ich werde die Kriegsziele gegen Schweden, Norwegen, Finnland und Niederlande. Da geht's dann ab, würde ich mal behaupten. Das wäre jetzt vielleicht ein kleines bisschen bitter, ja, aber ist halt immer so. No risk, no fun, würde ich sagen. So ist das. Ja, die sehen das ja, dass ich die finnische Souveränität anzweifle. Normalerweise, oder? Bei mir stand gerade Zwischenfall an der Marco Polo Brücke. Das ist was anderes. Ach, nur das, also dann sehe echt nur ich das. Okay, das ist gut. Ich habe da gerade nichts bekommen. Nee, das siehst, glaube ich, nur du. Na, oder ich hab's jetzt bloß nicht gesehen, weil mir gerade was anderes angezeigt wurde. Nee, das ist, wurde nicht angezeigt. Okay, dann bin ich ja entspannt. Ach, braucht keinen für den Handel. Kann weiß, wann verwendet man Ressourcen aus anderen Ländern übersetzt, sonst wird man. Ja, okay, deswegen baue ich mal eine größere Flotte Konvois auf für eventuelle Kolonien, die übers Meer versorgt werden müssen. Yay. Ich lasse meine Flotte aber im Hafen hier in der Ostsee. Ich habe nämlich die Erfahrung gemacht, dass wenn ich sie losschicke, wird sie dann von den Alliierten geräubert. Okay. Wobei gegen Finnland... Ja, das Problem ist, es ist gegen Finnland und England und allem, das ist... Ist ja nicht so, jetzt hätte ich nicht die Zeit. Oh, oh Mann, ich hoffe, die sehen es nicht. Würde Sharky würde sich bestimmt melden. Ja, bestimmt. So, ihr Schlingel, was tut ihr? Er hat ja auch Stunde gesagt, dass wir mit Britisch-Indien, hat er ja auch gesagt. U-Boote lasse ich Konvoi überfallen, oder? Ja, ja. Oder wird's? So, kann ich auch auf Suchen und Vernichten gehen bei den U-Booten? Das ist eher auch nicht so praktisch. Ah, ich brauche aber was. Kannst du machen, die machen das auch, aber es ist nicht so gut. Huiuiui, nein, ich hab zu viel losgeschickt. Was geht denn da? Die U-Porte. Da.
Ja gut, dann gibt es jetzt auch nicht mehr viel zu tun für mich. Nur warten, warten, warten. Wobei, ich könnte schon mal die Truppen aufmarschieren lassen, so ist ja nicht. Ich habe mir das jetzt so überlegt, ich mache den Angriffsplan, also ich stelle die Frontlinie auf mit dem General, aber ich kämpfe natürlich selbst. Dann müssen sie doch die Boni haben vom General, oder muss ich dafür einen Angriffsplan erstellen? Also ich mache immer einen Angriffsplan, lass die aufladen, dann mache ich den weg und dann greife ich selber an. Ach so. Aber ich muss sie nicht ausführen, damit die den Plan haben. Ich glaube nicht. Ja, okay, okay. Aber da bin ich mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher. Kann auch sein, dass du erst auf Aktivieren drücken musst und dann kannst du es löschen. Gute Frage, sonst wäre es ja voll für den Arsch. Mach dir Philippinen Sorgen. Inwiefern? Ja. Philippinen ist ein Einfallstor nach China. Was mir Sorgen macht, ist, nachdem Jarvin China erobert hat, grenzen wir an Britisch-Indien. Gerade 5 britische Infanteriedivisionen in Singapur gelandet. Aha. Er hat echt Angst, dass wir Singapur erobern. Was auch mein Ziel ist auf Dauer. Muss es erobern, das sind 800 Gummi. Ja, yeah, natürlich, natürlich. Ja, das ist, deswegen muss er es schützen. Deswegen hat er hat, glaube ich, die gesamte Flotte in den Pazifik geschickt, oder den Großteil. Ich glaube, ich werde dann vorfühlen und mit... Wie gesagt, wenn er das gemacht hat, dann steht immer noch die Option Landung England. Das stimmt, ja. Aber dafür müssen wir ihm erst den Krieg erklären und da gibt es dann keinen Schritt mehr zurück. Eben. Ja, das machen wir natürlich erst dann, wenn es sich anbietet. Ich würde das, diese Option würde ich so oder so erst dann in Gang treten, wenn wir im Krieg sind. Na, du meinst, gut, dann wird er aber wieder zurückrudern, sagst du nicht? Wie weit zurückrudern? Ja, dann wird er halt wieder Truppen abziehen. Zurück sind. Was du sagst, die brauchen voll lang, bis sie zurück sind. Das ist ein ganz schönes Stück, bis sie zurück sind. Okay. Ja. So, ich habe jetzt 500.000 Truppen, das heißt, ich könnte mir demnächst Österreich anschließen lassen, also brauche ich aber ein Kriegsziel. Dann musst du eins fordern, oder? Nein, ich mache das ja mit Niederlande. Sobald ich im Krieg bin, wird nämlich ins Rheinland übersprungen. Muss ich nicht extra erforschen. Es steht tatsächlich auch da, dass im Flughafen von Singapur 26 bis 45 Flugzeuge sind. Es würde mich überraschen, wenn die Singapur nicht bis aufs Blut verteidigen. Genau. Werden sehen. Werden sie müssen, was wollen sie denn anderes machen? Das ist quasi ihre Lebensader. Wie gesagt, das Gummi hätte ich ja auch gern, so ist es ja nicht. Wir kriegen ja so oder so Gummi durch die niederländischen Kolonien. Schon. Da geht es eigentlich bloß darum, dass sie das nicht haben. Ja, natürlich, natürlich. Aber ich hätte auch gern Gummi, ohne es teilen zu müssen. Wenn ich Konvoi-Überfall anhabe, dann werden doch hoffentlich auch Landungskonvois. Was anderes? Ich habe gestoppt für uns. Ich würde dann auch auf 2 machen wollen. Was wir nicht bedacht haben, danke. Wie schnell kann Frankreich kommunistisch werden? Wird denn Frankreich gerade kommunistisch? Weiß ich nicht, weil wenn Frankreich kommunistisch wird, können sie auch Kriegsziele rechtfertigen, was die Weltspannung erhöht. Das stimmt. Die Frage ist, wie schnell? Nicht genug da. Sie haben erst 30%. Wir müssten vorher durch sein. Ich erkläre in China den Krieg. Ja. Ist gut. Seid ihr soweit? Wir sind, glaube ich, soweit, oder? Auch 2 runter, gell? Jo. Auch noch kurz. Okay, jetzt kommen wir. Salala, jetzt beginnt die heiße Phase. Ich werde so langsam kribbelig.
Oh, ist Spanische Bürgerkrieg schon da? Nein. Okay, puh. Vielleicht bricht er diesmal gar nicht aus. Hast du schon auf nicht historisch? Ja. Sehr gut. Das wäre jetzt bitter gewesen. Ja, aber der bricht fast immer aus. Also 30% ist kommunistisch, 69% demokratisch. Beobachte das. Was ich aber ein Idiot bin, ist, ich habe nicht aufgepasst, ich könnte schon mehr Fabriken haben. Ich habe jetzt auf Kriegswirtschaft umgeschalten. Idiot, das hätte ich, ja gut, gerade eben machen können. Habe erst die Punkte bekommen, das ist nur halb so schlimm. Dann ist ja alles gut. So, ich hau jetzt einen 5-Jahres-Plan rein für 4 Zivilfabriken und danach gehe ich ganz krass runter auf ein zusätzliches Forschungsteam. Und dann gleich Arbeiterkult. Au, da muss ich aber... Ah, und die umgestaltete Tour muss ich auch noch machen. Das wäre schon praktisch. Und da muss ich aber wirklich schnell rein in die große Säuberung. Das ist die Krux. Daran, wenn sie bis dahin nicht reagiert haben, wenn sie sehen, dass ich die große Säuberung mache, könnte es sein, dass sie dann zuschlagen. Weiß man nicht. Weil dann bin ich wirklich am geschwächtesten. Also EBS macht mit China langsam, wie gesagt, nicht, dass die Weltspannung so hoch geht. Ja, aber gut, während des schon... Kriegs geht die ja nicht weiter hoch, die geht ja nur hoch, wenn es dann vorbei ist. Ja, jetzt genau, schon genau. 16%. Es ist eh gut, so schnell wie möglich den Krieg zu beginnen, weil erst dann bekommen wir minus 0,5 pro Monat. Muss man ja auch mit einberechnen. Jarvin macht nichts. Der Schattenplan wird gefokust. Was macht der Schattenplan? Nationalgeist, Kriegsindustrie, Schwerpunkt. Oh, Umbau wird fokussiert. Ah, ja, okay, alles auf Industrie. Ist alles noch easy. Was macht Frankreich? Noch keine Veränderung der Partei. Unterstützung für die Linke. Okay, wenn du das, dann beobachte ich da mal die Staaten. Charki fokussiert die Nachbarn. Pax Americana. Na gut. Ja, er kann die weltweite Spannung um eines erhöhen, indem er präventive Intervention oder Black Chamber wählt. Oh, er will vielleicht Venezuela zur Marionette machen. Ja, wie gesagt, noch ist keine heiße Phase. Der Krieg wird uns dann halten. Ich schau mal nach. Krieg gegen Finnland ist am 1. November möglich. Krieg gegen Schweden am 1. Dezember. 6. November. Will ich kurz Pause machen? Oder auf 1? Jarvin ist kurz auf Toilette. Wir können auch kurz pausieren, ist kein Problem. Ich hab's mal auf 1 gestellt. Passiert wahrscheinlich eh nichts, oder? Das passt schon. Warum kannst du die Geschwindigkeit verändern? Ich glaube, das kann jeder, oder? Nein, so. Das war ich. Ah, das war nur zeitgleich. Tja.